Guten Tag und herzlich willkommen zu FTSLP. Heute ist es eine mehr oder ja, eine Spezialfolge, da gestern die Dev-Server von War Thunder offen waren und es ziemlich geilen neuen kranken Scheiß gab. Ich war auf dem Dev-Server drauf, aber auf meinem Laptop, wo ich nur in Ultra-Low-Quality zocken kann. Also es keine Möglichkeit gab, das aufzunehmen. Und dann, als ich auf meinem richtigen war, dann die Dev-Server schon wieder geschlossen waren. Also konnte ich leider kein Video machen. Aber ich will kurz erklären, was es Neues gab bei 1.3.3, glaube ich. Und will euch zeigen, wie ihr auf die Dev-Server kommt, wenn sie mal offen sind. Also, ist eigentlich ganz cool. Es gibt bei den Amis viele neue Sachen, bei den Russen gibt es ein paar Sachen und bei den Briten gibt es eine Neuigkeit. Und dann gibt es für alle Fraktionen noch was Cooles Neues und zwar sind Modifikationen jetzt komplett anders. Man kann jetzt auch, also es gibt nicht nur den Motor und so, sondern man kann das auch ein bisschen mehr machen. Es gibt, man kann seine Wings verbessern, man kann seinen Fuselage verbessern, also da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, die man verbessern kann. Das finde ich ziemlich geil. Man kann sogar seine Waffen irgendwie so ein bisschen verändern. Also so ein bisschen wie jetzt im Moment mit der BF-109 G6 10K, alle da, die da mit ihrem 330 mm oder so. Das finde ich auch ganz cool. Ja, das ist auf jeden Fall neu, wird kommen. Ich weiß, also ich kann nicht sagen, wann. Das war nur auf dem Dev-Server. Und jetzt gehe ich mal kurz auf die Flugzeuge ein. Also es wird auf jeden Fall verschiedenste Flugzeuge neue geben. Und zwar, und weil ich jetzt kein Gameplay zeigen kann, habe ich wenigstens gedacht, ich zeige euch Bilder von den Flugzeugen, die ihr auf jeden Fall drinnen waren im Dev-Server. Und also drei Flugzeuge habe ich jetzt keine Flugbilder, da sie schon im Spiel vorhanden sind und es einfach nur ein Update, also neue davon sind. Und zwar war die P-47 Thunderbolt wieder drin. Die zweite für die Amis. Wie auch Level 9, gleich Bewaffnung, nur anderes Camo. Finde ich ganz geil. Und dann geht's bei den Amis schon los mit dem Füllen dieses Lochs, wo nichts ist, zwischen 13 und 20. Und zwar fängt's an mit der Bearcat. Die Bearcat ist Level 15 und 16 laut den Dev-Server-Statistiken, also wie es halt da war. Ich kann nicht sagen, dass es in Endgame dann wirklich so ist. Aber sie war für Level 15 gab es eine und Level 16 gab es eine. Dabei war die Level 15er richtig beschissen bewaffnet für dieses Level und zwar nur 4 12,7 mm, was für Level 15 meiner Meinung nach ziemlich mickrig ist. Dann gibt es noch die 16er, die geil bewaffnet ist mit 4 20 mm. Ich weiß nicht, wie es da mit Modifikationen aussieht bei der ersten, ob man vielleicht diese MGs doch noch upgraden kann, kann ich euch nicht sagen. Das ist auf jeden Fall ein Flugzeug, auf das ich mich freue. Es ist im Corsair Tree, also im Naval Tree. Und ja, ist bestimmt ein geiles Flugzeug. Freue ich mich drauf. Und wir gehen gleich zum nächsten. Die F9F Panther, das ist auch. Also es kommt nach der Bearcat und ist ein Jet, der im nächsten Patch dann rauskommen wird. Geile Bewaffnung mit 24 mm. Ich finde auch, es sieht richtig geil aus. Kann man nicht sagen, gibt's, also zu jedem dieser Flugzeuge gibt es schon Videos auf YouTube. Also könnt ihr schon ein bisschen rumschauen. Ja, gibt es auf jeden Fall, falls ihr wirklich Gameplay sehen wollt, gibt es das da noch irgendwo. Auf dieses Ding freue ich mich gewaltig. Also ich will die unbedingt haben, ist aber leider Level 19. Also ja, hohes Level, hohes Level. Aber na gut,
Es scheint richtig geil zu sein. Ist auch ein Nebelflieger. Ich habe gesehen, es hat auch wirklich diesen Hook unten dran zum Einklinken auf Flugzeugträgern. Also, ja. Ist ganz geil. Ich konnte es leider nicht fliegen, weil ich das Level halt noch nicht habe. Deswegen konnte ich sie nicht testfighten, fliegen. Aber ich wette, die ist hammergeil. Als nächstes kommt die Shooting Star. Ich weiß nicht, wie der genaue Name ist. Ach, P80. Okay, P80 Shooting Star. Die ist auch US, ist aber vor der Saber im Tree. Hat die gleiche Bewaffnung wie die Saber, ist aber Level 18. Also schon näher in die kleinen Level rein, aber ja, okay, was heißt die kleine Level? Ja, Deutschen kriegen ersten ab 17. Also geht schon. Also ist jetzt nicht gerade das kleinste Level, aber nicht das größte, sage ich mal. Ich weiß nicht, wie sich das Teil verhalten wird. Ich finde aber, es sieht ganz geil aus. Diese Tanks waren nicht an den Flügeln, also nicht einschrecken lassen. Ja, dazu kann ich auch nicht viel sagen. Ich weiß nur, dass sie 6, 12,7 mm hat und vor der Saber kommt. Level 18. Ja. Dann. Ja, kommen wir gleich mal auf das Flugzeug zu sprechen. Das ist die Yak 17. Kommt nach der Yak 15. Hat 22 mm. Hat diese Tanks an den Flügeln und sieht richtig. Also mir gefällt die Yak 15 viel besser. Ich fand die Yak 17 in-game ein bisschen in die Länge gezogen. Ich weiß nicht, ob das nur ein Fehler war oder ob das wirklich so war. Und ja, da kriegen die Russen mal wieder Flugzeuge, obwohl die anderen viel mehr Flugzeuge brauchen. Wenigstens kriegen jetzt die Amis welche, aber die Japsen kriegen mal wieder gar nichts, was ich schade finde. Ich hätte würde sie eigentlich gerne mal gut fliegen mit guten Flugzeugen, aber kommt halt nichts dazu. Und außer diesem Teil, was glaube ich Level 19 ist, oh, wenn ich mich richtig erinnere, gibt es noch zwei Legs. Also Leg 3 ist mit Level 2 und 3. Also, wenn man jetzt Russen anfängt, fängt man gleich an mit Legs. Weiß ich nicht, ob ich das gut finden soll. Ich glaube eher nicht. Ja, da kann man nicht sehr viel machen. Russische Entwickler machen halt ihre Nation als erstes fertig. Irgendwo verständlich, aber irgendwo auch richtig scheiße für den Rest der Community, die jetzt keine Russen zocken wollen. Deswegen, ja. Ja. Hätten sie auch wann anders rausbringen können, finde ich. Aber trotzdem ein schönes Flugzeug. Ich weiß nicht, wie die Legs bewaffnet sind. Das habe ich mir nicht mehr genau angeschaut, weil ich so wie heißt denn das? So im Elan war, da meinen anderen PC zum Laufen zu bekommen mit dem Dev-Server, weil ich nur auf meinem Laptop den Dev-Server drauf hatte. Und zu guter Letzt gibt es noch die Vampire bei den Briten. Ein sehr schönes Flugzeug. Level 19 war es, glaube ich, wenn ich richtig weiß. Also nicht sehr niedriges Level. Naval Fighter, soweit ich noch richtig weiß. Also ich war gestern auf dem Dev-Server, deswegen bin ich mir nicht mehr so sicher bei vielen Sachen. Hatte 24 mm, was mir auch gefallen hat. Und will ich haben. Will ich wirklich haben. Ich finde, es sieht richtig schön aus. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Es ist einfach geil. Es ist einfach so. Es ist einfach so. So, und jetzt will ich euch ein Tutorial geben, wie ihr auf die Dev-Server kommt, auch wenn, also wenn sie mal online sind. Deshalb werfe ich kurz diesen Ordner weg und als erstes also müsst ihr euren War Thunder Ordner kopieren. Irgendwo anders hinsetzen und ja, dann habt ihr, also das ist nur dafür da, dass deine alten Daten nicht überschrieben werden bei deinem normalen Ordner, weil die Daten für die Dev-Server dann komplett umgeschrieben werden. Also nicht komplett, aber da werden ein paar Dateien umgeändert.
Und jetzt hat man hier, ich habe es jetzt auf dem Desktop kopiert, es ist nur für die Aufnahmezwecke, ich habe es irgendwo anders hin kopiert, also kopiert es hin, wo immer ihr wollt, ihr braucht einfach nur einen zweiten War Thunder Folder. Und das ist jetzt der ganz normale, stinknormale Vanilla War Thunder Ordner. Und ja, jetzt braucht ihr eine Textdatei, ein Textdokument und nennt es Matching Dev Mode. Und das Wichtige bei dieser Datei ist, dass dieses Punkt Text, also .txt, nicht da ist. Und das war immer mein Problem. Ich wusste nicht, weil es standardmäßig nicht da ist, wie man dieses .txt wegbekommt, dass es so aussieht. Und zwar macht man es so. Ihr geht auf euren Ordner, also das ist jetzt Windows 7, ihr geht auf den Ordner, beziehungsweise irgendeinen anderen Ordner, dann geht ihr auf Organisieren, dass hier das rauskommt, geht auf Ordner und Suchoptionen, dass sich das hier öffnet, geht auf Ansicht und dann gibt es hier Erweiterungen bei bekannten Dateitypen ausblenden. Wenn ihr das anhabt, also wenn das Häkchen drinne ist, dann seht ihr diese Anhänge nicht und könnt ihr auch nicht verändern. Wenn ihr das aber raus habt, seht ihr das und könnt es auch umändern. Somit haben wir das Problem weg, dass, na, einen Moment, hier, dass hier dieses .txt, ja, dass es nicht mehr da ist. Das ist auf jeden Fall das, was viele falsch machen. Und diese Datei zieht ihr einfach in euren normalen War Thunder Ding Ordner da rein, den ihr benutzen wollt für die Dev-Server. Und dann einfach nur den Launcher starten. Und ja, einen Moment. Hier müsst ihr dann noch auf diese Launcher-Settings gehen. Und das poppt erst auf, wenn ihr diese Datei drin habt. Wenn ihr die normale, also normalen Launcher öffnet, mache ich kurz auch. Öffne dich. So, schließen und nochmal öffnen. Hier. Wenn ihr es normal habt, ist es nicht da. Also müsst ihr darauf achten, wenn das da ist. Ups, das ist meine andere Datei. Wenn das hier da ist, hat es funktioniert mit der Datei und ihr könnt hier Dev auswählen. Dieses Dev ist das, dass ihr mit dem Dev-Server in Verbindung tretet. Da müsst ihr auf Ja klicken und es patcht es euch. Ja, da müsst ihr noch Ja sagen. Zack. Es patcht. Ich breche das jetzt ab, weil ich es eh schon habe. Das lasst ihr einfach durchpatchen. Das werfe ich gleich mal weg. Und dann könnt ihr. Ja, dann tu es halt neu machen. Dann könnt ihr auf jeden Fall auf Play drücken. Und falls die Server online sind, kannst du dich einloggen. Und falls nicht, kommt so: Ja, euer Account oder dein Account ist nicht für diese Dinge freigeschaltet oder irgendwie sowas ist es. Also, ja, das war eigentlich das Tutorial für die Dev-Server, wie man da drauf kommt. Das lasse ich jetzt mal kurz weiter patchen. Und jetzt will ich euch noch was nahelegen. Und zwar gibt es diesen Screenshot-Contest von War Thunder. Und das Thema ist Spitfire versus BF109. Und ihr habt es schon auf meinem Hintergrund gesehen. Das ist mein Screenshot-Entry. Ich habe es mit Hilfe von einem EUL also gemacht. Ich finde es, also ich will mich ja nicht selbst loben, aber ich finde es ziemlich gelungen. Ich fände es geil, falls Leute von euch dabei sind, die War Thunder. Also War Thunder spielen und in die Foren gehen, ob ihr vielleicht ein Like da lassen könntet, also ein Vote. Ich glaube nicht, dass es wirklich was hilft, aber es ist bestimmt geil, wenn die Entwickler sehen, oh cool, da haben schon ein paar geliked, also kann es nur was Gutes sein.
Deswegen fände ich das ganz cool, wenn ihr mal hier ein Like lassen könntet. Im Moment sind wir auf der vierten Seite mit dem Screenshot. Ihr könnt auch sehr gerne selber mitmachen. Ihr müsst nur einen Screenshot hochladen auf dem Forum, das zum Thema passt und die bestmögliche Szene zeigt, beziehungsweise ein geiles Screenshot halt mit bestmöglicher Qualität, was aber nicht mit Photoshop oder ähnlichen weiter bearbeitet wurde, also nur mit War Thunder selber und darf auch nur JPEG sein und noch so ein anderes Format. Hier gibt es noch andere Screenshots. Ja, das finde ich noch ganz cool. Was gibt's hier noch? Das ist noch cool. Also da könnt ihr euch ein bisschen austoben. Fände es auf jeden Fall geil für ein Like für meins. Ich habe es leider nicht hinbekommen, das so groß zu machen wie die anderen. Ich verstehe es nicht wieso. Das ist auf jeden Fall mein Bild. Erster Preis sind 3000 Eagles, zweiter Preis 2000 und dritter Preis 1000 Eagles. Und ja, hab eine Reihe gedreht, die heißt Bobby's Flight Manual for Beginners, also einfach ein Beginner Guide für War Thunder, in dem ich die Nationen ein bisschen mit ihren Vor- und Nachteilen erkläre. Und ja. Das werde ich demnächst mal hochladen. Wahrscheinlich immer jeden zweiten Tag eine Folge. Es hat sechs Folgen pro Nation eine und dann noch so eine andere, wo ich dann halt noch so über Modifikationen und so rede. Jo. Das ist mein Plan für die nächste Zeit. Lasst ein Like da, verbreitet uns. Subscribt uns und bis zum nächsten Mal und ja, habt einen schönen Tag. Bis dann.